Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal von Car of Sale Simulator 2023, meine lieben Freunde, mit mir, dem Jakey Gamer. Vor kurzem Büro putzen gehen und ein Kunde ist da. Für den Wagen, Leute. So, hab ich so gerne. Den auch noch weg. Komm. Nee, 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 nee. Das machen wir so nicht. 32, dann gehört er dir. Der Gedanke. Ich könnte ihn mehr verkaufen. Aber. Weg ist weg. Upgrades. Und wir nehmen den dritten Stellplatz auch gleich mit. Aber das schon mal voll aus, Blipablu. Kostet 2. Nehmen wir den jetzt mal. Also, zum Automarkt. Können wir vielleicht da ein paar Schnäpper machen? Den R8. Zu 56%. Nee, aber. Nee. Zu 56% kaputt. Oder? Das ist ein Santa Fe. Hyundai Santa Fe, dein kenne ich doch. Liebe Dame, ich nehme dieses Fahrzeug mit. Es muss aber 2,99 kosten. Ja, perfekt. Ein Fake Mercedes, das habe ich gar noch nicht gesehen. Würde ich auch mitnehmen. Der ist wie neu. Aber ich würde den mitnehmen für nicht mehr als 20. Zwanzig, neun, zweiunddreißig, nee, 32. Den gleich in die Werkstatt. Gehen wir in die Werkstatt, Leute. Das war den gleich rein. Porsche hätte mich schon noch interessiert, Leute. Aber. Ah ja.
Der R8 ist teuer, Leute. Haben wir den R8 genommen. Und gut ist das Ding. 34,99 werden wir den reinschmeißen. Der Automarkt ist immer noch geöffnet, oder? Dann der R8 kurz reparieren. 56%, das wird nicht günstig sein. Bei so einem teuren Fahrzeug. 1120, okay. Prozent. 4% erst. Haube. Schön gemacht. Nur vorderer Kotflügel noch und Dach. Gleich repariert. Ach komm, mach doch vorwärts hier. Schöne Bilder machen, Leute. Webseite. Komm im Büro. Kommt auf 300.000. Mama. 350. Du willst ihn hier haben. Ja, genau. 32 kann ich hier machen. Jetzt aber hallo 31. Kann ich ihn machen? Weil es hier ist. Ah, Digga, komm. 30, aber dann ist hier aber auch Ende im Karton. Ich mach jetzt 28. Ich mach 28, weil sie es sind. Sonst müssen wir was lachen. Ne, dann lassen wir es. Schönen Tag. Gut, zwei Stück für den Audi R8er. Hey Bruder.
hab den zu billig gegeben. Der Preis steht. Ich werde 28 dafür kriegen und sonst bleibt das stehen. Nicht ein Pfennig komme ich noch entgegen. Nein. Ich werde mir noch den Porsche abholen, weil der hat nicht so viel, ich weiß. Soweit ich im Kopf habe, hat der nur die Motorhaube. Okay, die Motorhaube, aber das ist ja kein Thema. Schnäppchen. Aber der kostet zu viel. Moment mal, die sind 200 wert. Mehr sind die nicht wert. Der hier? 75% kaputt. Ja, seid ihr noch ganz krank hier. Der ist maximal 95k wert. Dann, Mama, 65. Ich komme hier auch so angeflammelt. Ah, okay. Hab nichts gesagt. Ja, einen Porsche kaufe ich, aber 170. 170. Ich kann dann irgendwie 170. Ich gehe mit 170 ins Rennen, Leute. So schaut's aus. Guten Tag noch. Die sind noch gut was wert. So ein Ram möchte ich schon mal gerne haben. Wenig Kilometer? Nee. Ja, den nicht. 65. Ist ja auch gleich meiner. Dann noch der Ram wäre nicht schlecht. Der ist auch ganz. 20. 15 Millionen. 15, dann hast du einen guten Preis herein. Mann, das jetzt so, dass ich dir 16 anbiete. Niemand hat was gesehen. Tralalalalala. Büro. Aber weil ein Kunde da ist. Der Kunde ist gegangen. Werden wir noch mal kurz in der Nacht schlafen. Leute, so schaut's aus. Chillt euer Leben, Leute. Das ist schon ein Bums. Der hat schon. Aua, die hat wehgetan, Digga. Das Auto ist in einem ganz guten Zustand.
90.000. So. Sieh noch mal, lieber Herr. Mach Ihnen jetzt das Angebot Ihres Angebotes. 30.000. Muss ja nicht wissen, dass ich einen Mindestpreis in meinem Kopf habe. Ein Mindestpreis, sonst kannst du wirklich abschließen. Dem muss ja auch nichts in Ruinen, habe ich 17 bezahlt. Wenn wir 30 anfangen. Wir haben noch. Alter, es läuft gerade wirklich Bombe mit unserem Geschäft. Zwei,50 kann ich ja schon mal in die Nachbarschaft. Na, lass uns den Kunden noch betreuen um den RAM. Tut mir leid, aber das ist kein Kunde. Schönen guten Tag noch. Mal gucken, ob der Kunde jetzt da ist von dem RAM. Sonst gehen wir noch in die Nachbarschaft und. Ah, hier kommt die Kundin. Hat der Bus Verspätung gehabt? Haben wir ja schon frühzeitig angerufen, aber irgendwie noch nicht gekommen hier. Ist ja lächerlich. 28, immer wieder das gleiche Spiel. 28 ist mein Mindestangebot in meinem Kopf dran. Oder 26? Komm, 6. Nee, 10er will ich Profit haben. 27 ist mein Minimumpreis und sonst kannst du gehen. Schönen Tag noch. Ja, Kunde im Büro. Ich bin auch im Büro. Vorne nichts. Nee, das ist nicht das Auto, was ich mir gedacht habe.
andersrum. Und im Büro, ja, der kann warten. Ja. Schon besser. Werden wir zu 70% kaufen? Ich finde zum Beispiel keinen Supras mehr. Aber es ist ein 17er Jahrgang. Für 80 Millionen ist es meiner, würde ich mal so behaupten. Für 40 ist es meiner. Komm, ich pack noch ein 2 drauf. Und ist aber hier. Ich hab ein Auto gekauft. Ein Haus gekauft. Scheiße! Ist ja nicht schlecht, aber ich. Ah, Schnäppchen wäre 25. Sich 3. Das wäre ein Schnäppchen. Mal eine 7 draus und dann ist hier aber. Digga, ich hab. Nee, der wollte 32. Stopp, Entschuldigung. Nee. Alles gut. Ich dachte mir schon, Leute. Ist mein Haus? Warte von mir. Ich habe mir ein Haus gekauft, oder? Da vorne den SUV noch? Gerne. Den Lieferwagen, dass wir einen Lieferwagen zu verkaufen haben. Wäre auch nicht so doof. 20 Millionen. Los, dann. Oh shit, ich hab zu viele Autos gekauft. Nee, lass mal. Also so stehen. Du, liebe Dame, du gibst mir jetzt die 27, wo ich möchte. Auch sie, lieber Herr. Komm mal 25 und dann. Ich wollte es nicht, aber ich brauche Geld zum Reparieren.
Gut, Leute. Aber ich würde sagen, ja, na toll. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Wir haben einiges an Kohle rumstehen. Wir haben aber nicht nur das, Leute. Scheiße. Wir haben uns ein Haus gekauft. Leute. Und das würde ich schon mal sagen, das ist richtig gut. Leute. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.